Und damit welcome back und willkommen zurück zu Portal 2. Ich hab mal wieder Bock. Und das in Testkammer 11. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Lol. Ich einfach so geil. Was ist unsere Aufgabe? Jetzt kommen wir schon mal hier entlang. Aber was bringt uns das? Da fällt irgendwas auf und das kann dann aufgefangen werden. Aber die Frage ist jetzt eigentlich, wie komme ich darüber? Ich zerstöre mir mal meine Brücke. Bruh. Aber dann seht ihr auch mal, wie das aussieht. Ja. So. Neuer Versuch. Oberfläche. Wenn du So. deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht Lol, scheinen. das habe ich gar Es nicht würde gesehen. auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Und übrigens, ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Ja. Okay, da fallen jetzt unendlich runter. Und Sprung. Jetzt muss der Cube irgendwie dahin. Dann mache ich so und kann dann damit. Hier, warte mal, das mache ich gleich. Ich möchte auch nur diese Testkammer in dem Part machen, weil. Zum einen habe ich nicht so viel Speicherplatz. Und zum anderen ist es auch mal gut, kürzere Parts zu haben. Sehr gut, du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten?
Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Yo. Bro, was geht? Tanuki. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Bro. Aber dann würde ich sagen, machen wir hier schon beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, euer Tanuki. Tick.